Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir beginnen mit unserem Webinar. Michael, hallo, du auch hier? Voll am Start. Hallo Dimi. Hi. Und hallo zusammen. Ein paar Gesichter, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ah, der Samuel, cool. Perfekt. So. Ich mache noch die letzten paar Einstellungen. Okay, wir würden dann jetzt einfach mal loslegen. Falls noch jemand nachkommen will, dann machen Sie das. Nochmal ganz kurz hier drei Leute nochmal herein. Okay, ich bin der Dimitri. Hi, ich bin 31. Ich bin Personal Trainer und Ausbilder von der IHK für Fitnessberufe, sowohl Studierende als auch Auszubildende. Und heute habe ich mich zusammengetan mit dem Experten und Personal Online Coach Michael Bachmann, um euch einen möglichst großen Mehrwert in den nächsten 45 Minuten zu liefern. Dann übergebe ich gerne das Wort an den Michael. Super, danke dir, Dimitri. Und ja, wie kurze Intro, wie das so zustande gekommen ist. Also Dimitri und ich haben uns noch nie in live gesehen, also nur online. Das wiederum zeigt auch, wie der aktuelle Tenor so ein bisschen ist. Also vieles läuft online. Und ich habe deine Posts beobachtet, gesehen und habe gefunden, ey, toll, was du da schreibst, super Informationen, kommt mir irgendwie bekannt vor, gewisse Sachen. Und da haben wir herausgefunden, okay, auch ähnliche Ausbildungen absolviert da in Stuttgart bei Wolfgang Unsöld damals. Bei mir ist schon ein bisschen länger her, ich bin ein bisschen älter. Aber gut, haben wir gemeinsam einen Nenner gefunden, die mir gemeint, okay, lass uns doch so etwas tun. Und ich bin immer dabei. Finde ich immer cool, wenn man etwas in Co-Kreation macht und ich dann nicht in Eigenregie etwas auf die Beine stellen, so in Sharing ist immer mehr und da kann man immer viel mehr bieten. Und ja, und für die, die mich nicht kennen, ich bin Personal Trainer, vor allem mehrheitlich jetzt im Online-Gruppencoaching unterwegs und meine Hauptzielgruppe ist sozusagen Führungspersönlichkeiten oder auch Menschen, die immer wieder so auf, ja, zurückfallen in alte Muster, in alte toxische Muster und endlich so nachhaltige Veränderungen erzielen möchten. Und das auf allen Ebenen, Body, Mind, Soul. Ich habe herausgefunden, also mit dieser jahrelangen Erfahrung, dass ich eben nicht nur im Training und Ernährung Hilfe bieten kann, weil es einfach oft nicht genügt. Nicht vom Wissen her, aber vom eigentlichen, vom tieferen Sinne. Und deshalb kam auch das Mentale noch dazu, also Mind-Faktor und eben auch der Soul im Sinn von Purpose. Dimi, Perfekt. schieß los, weil ich weiß, die Zeit ist knapp und Ja. jeder von uns könnte eine Stunde lang über diese Tipps sprechen, die wir da vorbereitet haben. Ja. Aber ich übergebe dir gleich das Wort und schieß los. Perfekt, vielen Dank. Genau, also dann würden wir auch direkt mal anfangen. Das Format ist so aufgebaut, dass wir jeder fünf Tipps vorbereitet haben, unabhängig voneinander. Und ich erzähle einen Tipp aus meiner Personal Trainer Erfahrung und dann sage ich ein paar Worte dazu. Michael kommentiert das, dann er, dann ich, dann er, dann ich. Genau. Kurz und knackig. Also zu meinem Tipp Nummer 1 aus meiner Erfahrung als Personal Trainer, als Coach lautet: Bewegung ist kein Training. Ja, das bedeutet, Definition von Training ist eine strukturierte Befolgung eines Plans mit dem Ziel der Leistungssteigerung. Das heißt, wenn ich zweimal die Woche joggen gehe, immer wieder dieselbe Strecke und fühle mich dabei ganz gut und ganz nett, dann ist es eine gute Sache. Ja, keine Frage. Man verbrennt ein paar Kalorien. Es gibt ein paar Vorteile. Jedoch ist das von meiner Ansicht nach nicht als Training zu bezeichnen. Es ist erst dann Training, wenn ich mich jedes Mal oder immer wieder über einen gewissen Zeitraum besserer, ja. Heute kann ich fünf Liegestütze, in einer Woche sind das sieben. Heute kann ich fünf Kniebeugen, in einem Monat sind das fünf Kniebeugen mit einer Langhantel im Rücken. Also es muss eine ganz klare Verbesserung, Leistungssteigerung geben, ansonsten ist das kein Training. 10.000 Schritte am Tag hat viele Vorteile, gar keine Frage. Ich sehe das aber eher als eine Kirsche auf der Torte, ja.
Das heißt, es ist kein Training in meinen Augen. Und deswegen, wenn ich dann oft mit den Leuten quatsche, dann sagen sie, ja, ich trainiere doch schon, ich mache doch schon, ich trainiere. Und dann frage ich, ja, was machst du denn? Ja, ich mache dieselben 5 Übungen seit einem halben Jahr. Somit halbes Jahr. Ja, ich sag mal, hätte besser laufen können, hätte deutlich effizienter laufen können. Und das ist mein erster Tipp. Bewegung ist kein Training. Michael, ich übergebe wieder an dich. Magst du was dazu sagen? Ich kann das voll und ganz unterstreichen. Würde aber hier noch anmerken, dass oftmals bei vielen Menschen, gerade ich versuche das ein bisschen zielgruppenspezifisch rüberzubringen, weil es immer alles sehr individuell ist. Natürlich hast du ein anderes Training für einen Spitzensportler und Fortgeschritten wie auch dich und vielleicht viele von hier als ein Training für einen Anfänger. Für den übergewichtigen 120 Kilo Person ist, wenn er sich schon ein bisschen spazieren oder bewegen kann, ist das schon vielleicht ein Riesentraining für ihn. Also deshalb muss man hier auch ein bisschen unterscheiden. Und oftmals auch vergessen geht dann der NEAT, also der Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das heißt eigentlich, Bewegung im Alltag wird massiv unterschätzt, was so Kalorienverbrauch anbelangt. Was meinst du? Das klingt sehr gut, ich bin da komplett bei dir, klar. Jedoch würde ich auch sagen, wenn der 120-Kilo-Mann zum Beispiel jede Woche immer dieselben Schritte absolviert und dann irgendwann ein kleines Plateau erreicht, wird das auch eher mehr Bewegung als Training. Nichtsdestotrotz, wie schon gesagt, das hat viele, viele Vorteile, gar keine Frage. Ne? Verbrennen von Kalorien ist nur ein Teil davon. Jedoch wäre es mir wichtig, dass wir ganz klar definieren, was ist Training denn eigentlich? Na, und Training ist es erst dann, wenn man besser wird. So. Absolut. Und ich finde es ja auch gut. Wir dürfen ja auch also diskutieren, wir dürfen unterschiedliche Meinungen und Ansätze haben. Es ist ja nicht so, dass wir uns da umarmen müssen und immer gleicher Meinung. Jeder hat Ja. unterschiedliche Erfahrungen und das ist ja auch das Ziel, immer das herüberzubringen. Also zu meinem ersten Tipp. Und ich bringe die Tipps so aus der Erfahrung mit den Menschen, die ich habe, was immer wieder aufkommt. Und einer der großen Faktoren in Bezug auf Performance ist für mich, immer klipp und klar, ich esse kein Frühstück. Kommt sehr oft vor. Und wenn jemand Frühstück isst, dann ist das auch oftmals eben das Falsche. Wir reden hier von Fertigcerealien, Zucker, Butter, Konfitüre und all das. Sag mal, zuerst Frühstück, wirklich frühstücken, weil gerade im Bereich von Performance, auch hier kann man wieder sagen, es ist sehr individuell. Auch in erster Linie wäre es, okay, individual preference, das heißt, jeder muss seine persönliche Präferenz finden. Ich habe jetzt aus den vergangenen Jahren, aus der Erfahrung, eine Person erlebt, bei dem ich sagen konnte, macht es absolut keinen Sinn zu frühstücken, weil es hat ihm einfach nicht gut getan. Ja. Bei allen anderen hat es Folgendes bewirkt. Diejenigen, die meistens nicht gefrühstückt haben, haben durch das Richtige viel weniger Hunger durch den Tag durchgehabt, viel bessere Leistung und haben abgenommen. Vielleicht beim gleichen Kalorien, Einsatz, sagen wir so. Aber das hat sich trotz der Wissenschaft, die hier, muss man sagen, eher ein bisschen, die Wissenschaft sagt es so, am Ende des Tages zählt immer die persönliche Präferenz. Ja, Pragmatismus. Aber es gibt natürlich auch wieder hier zielgruppenspezifische Vorgaben. Okay, Schwangere, jemand, der morgens sehr viel Hunger hat, jemand, der trainiert am Morgen, für solche Personen unbedingt frühstücken. Also wenn Ja. Performance das Ziel ist, Muskelaufbau, solche Sachen unbedingt. Was meinst du? Was Ja. willst du vielleicht ergänzen? Wie sieht für dich das ideale Frühstück aus? Ja, oh, mein idealer Frühstück ist ziemlich wild, würde ich behaupten. Also die meisten wären da wahrscheinlich raus. Also zu einem frühstücke ich sehr gerne Rühreier. Das ist so eins meiner einfach persönlichen Favorites. Spiegelei, Rührei, Omelette mag ich sehr. Oder ich mag auch Sashimi zum Frühstück, also roher Fisch. Aus der biochemischen Sicht ist es eins der besten Frühstücke aufgrund von Blutzuckerspiegel. Aufgrund von Eiweiß und. Thema Dopamin ist dabei sehr wichtig, ohne jetzt das Fachchinesisch auszupacken. Aber beim Thema Frühstück kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Also 99% meiner Kunden
frühstücken ebenfalls, auch wenn sie davor nicht gefrühstückt haben. Und es ist extrem, extrem selten, dass ich jemandem empfehle, Frühstück wegzulassen. Auch wenn sie dann zum Beispiel ins Coaching kommen, das kennst du sicher auch, und sagen, ja, seit einem Jahr frühstücke ich nie und mir geht es eigentlich ganz gut. Aber das könnte alles besser sein. Wenn man da anfängt, als Coach zu buchen, dann stoßt man auf Problemchen. Und deswegen Frühstück ist definitiv bei mir auch ein großes Thema. Aufgrund von Blutzuckerspiegel, aufgrund vom Thema Eiweiß, aufgrund von Nährstoffversorgung, aufgrund von Blutzuckerspiegel, ja. Und deswegen bin ich auch kein Fan, Frühstück zu überspringen. Bringt mich gleich auf deine zweite Frage oder dein Thema, oder? Das intermittierende Fasten hast du auch. Ja, genau, das ist cool, dass du Das das sagst, aber ich schiebe das gerne ein bisschen weiter nach unten, okay. um nochmal etwas Spannung aufzubauen, wie man das warum ich kein Fan von intermittierendem Fasten bin und es so gut wie niemandem empfehle. Okay, mein zweiter Tipp ist Thema Darmgesundheit und Chlorella dazu, ja. Also es gibt ja, wie du auch schon erwähnt hast, sehr, sehr viele individuelle Ziele, Ausgangsniveaus, Krankheitsbilder etc. Ein Punkt ist extrem wichtig, weil er das alles irgendwie in einen Topf schmeißt und das ist einfach der gemeinsame Nenner für mich und das ist die Darmgesundheit. Ja, deswegen kann ich das nicht oft genug betonen, dass das Thema Darm extrem wichtig ist. Also Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Hautprobleme. Oder mangelhafte Nährstoffaufnahme, so, so vieles ist auf die Darmprobleme zurückzuführen. Deswegen gehe ich dieses Thema mit 100% meiner Kunden durch. Und mit Chlorella, ja, sage ich mal, ich beginne nicht mit Chlorella, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Aber Chlorella wollte ich euch spezifisch mitgeben, ist eine Süßwasseralge und sie ist so dunkelgrün aufgrund von Chlorophyll. Und kurz zusammengefasst, das ist wie Medizin für den Darm. Sehr nährstoffreich, bindet Gifte, hilft beim Entschlacken und ja, unbedingt nehmen. Super, also ich bin auch ein Riesenfan von Chlorella. Wer kennt Chlorella? Chlorella, Hand hoch. Hand hoch. Noch nie Chlorella, gehört? nee. Und Maya, super. okay. Haben wir noch andere? Gut. Spirulina, kennt das jemand? Ah ja, okay, da gibt es ein paar Fans, alles klar. Gut, Gut, super. genau. Aber auch eben, das darf man gerne noch anhängen. Ich bin zwar ein großer Fan von Supplementen. Supplement macht immer nur einen kleinen Anteil aus und auch der größte Anteil der Supplemente. Ich sage mal so 95 plus Prozent kannst du wirklich Toilette runterspülen. Das ist auch hier wieder lieber sich auf die Qualität anstatt die Quantität zu fokussieren. Inhaltsstoffe, da kommst du dann auch noch dazu bezüglich Magnesium. Ist auch so ein Thema. Ja, man könnte stundenlang hier darüber reden. Genau. Also ich habe dafür gerade der Zeit wegen der zweite Tipp ist ein Ja. No-Brainer eigentlich. Es geht mir hier mehr ums Vermeiden. Also einerseits ist, wir wissen, Kaffee ist ultra gesund. Es geht auch um den Kaffee. Was machst du? Was trinkst du als erstes, wenn du morgens aus dem Bett kommst? Da kommt meistens die Antwort: Okay, trinke einen Kaffee auf dem leeren Magen und dann geht es dann ruckzuck schon wieder raus. Also der Stress beginnt schon. Das Genau. heißt, morgen früh, wir wachen auf. Durch Cortisol, unser Stresshormon, wäre das nicht vorhanden, morgen früh würden wir liegen bleiben. Das heißt, okay, wir nehmen den Kaffee zu uns und bringen gleich mal als erstes unsere Magensäure ein bisschen in Bedrängnis. Nicht die beste Idee, gleich auf den nüchternen Magen Kaffee reinzuhaben, wegen der Säure. Der zweite Punkt ist auch, lieber zuerst etwas essen und vielleicht eine Stunde lang zu warten. Warum? Weil wir hier den natürlichen Cortisol Stresspegel anheben wollen, ohne dass wir jetzt mit Kaffee, der zusätzlich den Cortisolspiegel anheizt, noch hinten her. Also lasst es auf natürliche Art und Weise geschehen. Darum mein erster Tipp, immer, wie wahrscheinlich bei dir auch, es muss nicht der Himalaya Limettensaft sein am Morgen, ist zwar eine tolle, super Sache, mache ich jeden Morgen. Es kann auch einfach nur ein Glas warmes Wasser sein, ein lauwarmes Wasser. Was einem hier auch wieder besser gefällt. Bei mir gibt es auch ab und zu Leute, die sagen, okay, es verträgt sich nicht, Himalaya-Salz und das ist ekelhaft. Sage ich, okay, versuch's doch einfach mal, aber zwingen funktioniert nicht. Es muss
schlussendlich immer langfristig funktionieren. Aber dann ein Glas Wasser funktioniert in der Regel. Tim, ja. Kann ich auch wie machst so du das? Zu einem klar, jetzt auf leeren Magen irgendwie Kaffee zu kippen, bin ich jetzt auch kein großer Fan, auch wenn es mir persönlich mal passieren kann. Weil wir kennen halt alle diesen Stress und schnell und wir haben viele To-Dos und so weiter. Aber kann ich auf jeden Fall genauso bestätigen, bin ich bei dir. Und dann würde ich gerne zum nächsten Tipp kommen. Hast du schon kurz erwähnt, und zwar Thema Magnesium, unter anderem Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja irgendwie in aller Munde. Wie du schon gesagt hast, also die meisten Nahrungsergänzungsmittel kann man in die Tonne klopfen. Deswegen, Freunde, ein wichtiger Appell an euch, wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel nehmt, dann lasst euch von irgendjemandem beraten. Ja, also Arzt und Apotheker sind da gewisse Anlaufstellen. Ich empfehle natürlich da den Personal Trainer, der sich darauf spezialisiert hat. Das ist wichtig, eine Spezialisierung darauf. Und Basis ist immer natürliche, echte Ernährung, Bewegung, Training, ja, also wirklich Training, besser werden, nicht immer auf demselben Stand, einen Schritt vor, einen Schritt zurück, sondern wirklich trainieren, um besser zu werden. Und die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel, sie geben dann diesen gewissen Boost, sie verbessern das eine oder andere Krankheitsbild, sie können vieles, ne? Aber es muss individuell angepasst werden. Also nur weil die Nachbarin da was zum Entgiften genommen hat, heißt das noch lange nicht, dass das überhaupt funktioniert, und das heißt noch lange nicht, dass es bei dir funktionieren wird, ja. Deswegen da ein wichtiger Appell. Und Magnesium. So, wir haben ja schon, beziehungsweise ich habe ja einen letzten Beitrag zum Thema Magnesium gepostet. Da gibt es verschiedene Arten von Magnesium, Leute. Ja, also Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Und wenn er 5 bis 10 Euro kostet, dann werde ich schon extrem stutzig, ob da wirklich was Wertvolles für mich drin ist. Und in dem letzten Beitrag habe ich auch genau reingeschrieben, welche denn die 2 Arten sind, die vom Körper kaum verstoffwechselt werden, dann einfach im Klo landen und halt so gut wie keine Auswirkungen auf den Körper haben. Deswegen Augen offen halten, beraten lassen, und wie gesagt, die 3 Magnesiumarten, mit denen ich primär arbeite, habe ich im Beitrag markiert. Das ist einmal Magnesiumaspartat, Bisglycinat und Nummer 3 dürft ihr gerne nochmal im Beitrag nachschauen. Ja, weil die Magnesiumarten arbeiten an verschiedenen Baustellen. Ne? Und wenn man Magnesium nimmt und die Krämpfe in den Muskeln sind immer noch da, dann muss man sich fragen, ob das, was man nimmt, wirklich hochwertig ist, ob das Sinn macht, ob das wirklich am Magnesiummangel liegt oder ob das überhaupt diese Art von Magnesium ist, die ich brauche, oder ist das einfach nur Hoffnung und Improvisation? Ja. Super. Also Magnesium auch bei mir, würde ich sagen, eines der Top 3 Supplemente. Definitiv. Ich bin beispielsweise auch ein Mega-Fan von Magnesium-L-Treonat, also mehr für jemanden, der Mühe hat, abends auch runterzufahren. Auch neben dem Bisglycinat, das den Cortisolspiegel senkt, geht Treonat mehr über Hirn, über Nerven, Hirnnerv, und hilft auch dort, wenn jemand auch kognitiv sich verbessern will, also sprich bessere Gedächtnisleistung und zu erzielen möchte. Dann wäre Treonat etwas, das ich unbedingt empfehlen kann. Ja, bin ich bei dir. Auch so, ja. Ich liebe L-Treonat, den nehme ich auch immer mit in den Urlaub. Weil wenn ich im Urlaub bin, möchte ich nochmal Thema Schlaf etwas verbessern und wirklich richtig zur Ruhe kommen. Und da merke ich, sobald ich mit Treonat arbeite, ich träume ganz anders. Also vor allem die ersten paar Tage, ich habe dann wirklich das Gefühl, da ist wirklich etwas anders. Und es gefällt mir einfach. Bin ein Fan, oder auch wenn man mit dem Bäuchlein auch ein paar Problemchen hat und der sollte sich etwas kleiner werden, der Bauch, dann ist Stress ja ein großes Thema, wie du sagst, und da ist auch mit Magnesium zu arbeiten ein super Ding. Aber definitiv beraten, ne? Nicht einfach irgendwas nehmen, wie Augen zu nehmen, aha, okay. Ja, und eben auch immer, wenn man die Pyramide anschaut, wirklich nur Supplemente, und das wirklich on the top. Ja. Kann aber auch gut helfen, wenn man gewisse Defizite irgendwo hat, es eben zu ergänzen. Aber dann wirklich gezielt. Ja, und nicht einfach, ja, Naturheilpraktiker könnte auch noch eine gute Quelle sein. Absolut. Ja, und auch eben aufpassen, weil es gibt so viele
da draußen, die einem irgendwas aufschwatzen wollen. Selbst bei mir passiert das, also ich fast jeden Tag irgendwelche Anfragen bekomme von mach doch dort mit und dort und also wie soll sich der Laie dann da noch auskennen, oder? Also, ja. Gut. Genau. Zeit vorgeschritten, mein absoluter Favorite ist, und der betrifft in der Regel mehr die Frauen. Das kannst du sicher bestätigen. Alter, ein Favorite. Protein. Oh, das hatte noch nie eine Frau, als sie zu mir gekommen ist und ich das getrackt habe, ihren Proteinkonsum, dass der genügend war. Also von allem anderen war genug da, es war genug Fett da, es waren genug Kohlenhydrate da. Und von Proteinanteilen waren das in der Regel nicht mal 50 Gramm pro Tag, wenn überhaupt. Also ich weiß, Protein ist immer so, wenn ich kein Fleisch esse, wird es schwierig. Nein, der große Anteil von Protein dürfen und müssen, sollen ruhig pflanzliche sein, kein Thema. Weil vor allem viele Frauen, die nicht so viel oder rotes Fleisch essen, auch oftmals dann mit Eisenmangel, B12-Mängel, das siehst du wahrscheinlich auch in deinen Blutwerten, die du misst, solche Geschichten. Aber ich will mal sagen, schaut mal eure Mahlzeiten an. Wie viel ist da Protein wichtig drin? Und dann beginnt mal schrittweise euren Proteinanteil zu erhöhen. Wenn das nicht geht über die normale Ernährung, das ist ein absolut ganz cooler Tipp für diejenigen, für einerseits die ihren Proteinanteil erhöhen wollen, können beispielsweise eine halbe Stunde vor dem Essen es mit Supplementen versuchen. Also das heißt beispielsweise ein Whey-Protein auf Wasser nehmen, mit Wasser einnehmen oder ein bisschen essentielle Aminosäuren. Beispielsweise 30 Gramm Whey-Protein versus 10 Gramm essentielle Aminosäuren. Das hilft unter anderem eben auch denjenigen Personen, die ein Problem haben mit oder eine Schwierigkeit mit der Sättigung. Nimmt man eine halbe Stunde vorher so einen Proteinshake zu sich, ist man viel schneller gesättigt. Also man überisst sich dann auch viel weniger. Und das absolute Golden Tipp, den ich von einem bekannten Ernährungsberater aus Kanada erhalten habe. Ja. Demi. Michael, ich mit beiden Händen und Füßen bin ich dafür. Und gerade ich will mal hören, dass du sagst, hey, nicht gut, was du da erzählst. ich würde ja gerne, ich sage es dir, wenn da was kommt, aber Thema Eiweiß und Proteine, ich wusste schon, dass das dazu kommt und ich habe bei einer Kollegin, bei der Sabine Froschauer, ist ein Hormoniecoach bei den Frauen und sie hat einen sehr spannenden kurzen Text gepostet, das hieß, ich lese es ganz schnell vor, das Wort Protein wurde von Jöns Jakob Berzelius von dem griechischen Wort Proteuo, ich nehme den ersten Platz ein. Heißt das. Davon wird das abgeleitet. Protein kommt, ich nehme den ersten Platz ein. Dies zeigt sofort und unmissverständlich die Bedeutung von Eiweißen und Proteinen. Und wenn ich dann höre, oh nee, ich will lieber weniger Proteine und tierisch esse ich eh nicht und Diät mache ich gerade auch und trainieren tue ich eh nicht, ich gehe lieber spazieren. Das ist ein sehr gefährliches Terrain und gerade bei Frauenthema Menopause, Osteoporose, da sind Nährstoffmängel einfach auf dem Tagesprogramm. Und wenn man da an Proteinen spart, das ist überhaupt keine gute Sache. Ja, also große Empfehlung von mir auch, Eiweiß hochfahren. Jedes Mal, wenn man eine Mahlzeit zu sich nimmt, egal ob das eine klassische Mahlzeit ist oder ein Snack, fragt euch, sind da Proteine dabei und wie viele? Oder esse ich gerade einen Haufen Reis mit ein bisschen Gemüse? Ne? Dann wird wahrscheinlich dann nicht so viel an Eiweiß dabei sein. Genau, also Protein ist ja so ultimativ wichtig, also eben letzter von den drei Makronährstoffen Protein, Kohlenhydrate, Fett, Nummer eins, dann zwei, nimm die Fette und dann als drittens die Kohlenhydrate. Also so fährt man grundsätzlich gut. Wenn man, das heißt nicht, man muss übermäßig Protein zu sich nehmen, da war ich früher ein riesen Fan davon, ist massiv übertrieben, muss man gar nicht, aber einfach das mal anschauen, dass man sicher so zwischen 1,2 und 1,5 Gramm pro Kilo isst. Bei den Frauen, je nachdem Männer, wie viel sie trainieren und welches Alter und Muskelmasse, kann man das noch ein bisschen erhöhen. Der wichtigste Faktor hier bei meiner Zielgruppe meistens ist halt einerseits Blutzuckerspiegel. Kombiniere Protein meistens mit Fetten oder dann mit komplexen Kohlenhydraten. Hat auch einen Einfluss auf die Stabilisierung des Blutzuckers. Als wenn man jetzt beispielsweise nur eine Kohlenhydrate, also nur jetzt
Teller Spaghetti, oder? Geht jeder nachher schlafen, also Ja. unmittelbar. Ja. Oder Kombiniert man das Kekse. mit einer Portion Protein, sieht es schon ein bisschen anders aus. Ja, Ja. absolut. Und Sättigung halt. Mehr Protein bedeutet schlussendlich, ihr werdet weniger essen, weil Ja. es sättigt einfach viel besser. Super viele Vorteile, Freunde, super viel. Okay, mein nächster und vorletzter Tipp ist Krafttraining für Frauen und für Männer hat eine besondere Wichtigkeit, meiner Ansicht nach, und die werde ich jetzt gleich auch begründen. So, Thema Krafttraining. Krafttraining bedeutet für mich, wie vorhin schon erwähnt, es ist Training, das heißt Befolgung eines strukturierten Trainingprogramms mit dem Ziel der Leistungssteigerung. Das heißt, wenn ich heute einen Liegestütz mache, einen, in 2 Wochen immer noch eins, in 4 Wochen immer noch eins, in 6 Wochen immer noch eins, dann ist in meinen Augen sind 6 Wochen oder 4 davon ein bisschen für nichts ne, einfach weggeflossen. Die Zeit ist einfach durch die Finger gegangen, weil, wie gesagt, Leistungssteigerung ist sehr wichtig. Und im Krafttraining ist das besonders einfach, denn man kann strukturiert Schritt für Schritt die Gewichte aufteilen, die Winkel aufteilen, die Struktur aufteilen. Das heißt, ich als Trainer habe einen unglaublich transparenten Plan für die Person. Ich kann sie genau dort abholen, wo sie ist. Und ich kann perfekt in kleinsten Schritten die Person zu ihrem Ziel führen, ohne sie zu überladen oder zu unterfordern, ne? Und ohne diesen Impuls von Zusatzgewichten auf das Gewebe, wie Knochen, wie Muskeln, werden da halt gar nicht so viele Anpassungen passieren. Klar, man kann mit dem eigenen Körpergewicht viel schaffen, gar keine Frage. Jedoch ist das komplexer und relativ schnell limitierend, ja, als wenn ich jetzt die Person dabei bringe, irgendwie mit der Langhantel zu trainieren. Und warum das für Frauen auch ganz besonders wichtig ist, zu einem, weil die Damen haben etwas weniger Muskelmasse als die Herren. Deswegen halte ich das für besonders wichtig, dass Frauen Muskeln aufbauen. Und ich rede jetzt nicht von Bergen von Muskeln, ich rede einfach von der Qualität, von der Kraft, ne? Von der Stabilität. Und Thema Osteoporose, ne? Also wenn man einfach joggen geht, zweimal die Woche oder ein bisschen Yoga betreibt, da wird bei diesem Thema auch nichts passieren. Und da zitiere ich ganz kurz einen Arzt, der eine Kundin von mir über Jahre lang betreut hat und bei ihr ein sehr hohes Risiko an Osteoporose aufgrund Genetik. Er hat zu ihr gesagt, Frau XY, es wäre mir am allerliebsten, dass wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dass Sie dann so richtig muskelbepackt zurückkommen. Dann wird das was. Na, deswegen Krafttraining, Langhantel, Kurzhantel, ein paar Geräte vielleicht und besser werden. Mein vorletzter Tipp. Super, ich hänge da gleich noch was dran. Ah, die Maya muss weiter. Oh, Schreibt okay. sie da. Ja, okay, schade. Ja. Bei Maya. Bis bald. Wir freuen uns auf dein Feedback trotzdem. Schick Genau. Fragen, Anytime. wie du es fandest. Okay. Du hast jetzt was zu Krafttraining gesagt und ich hänge da gleich noch was Kurzes dran. Eine kurze Geschichte. Die Menschen lieben Geschichten und es ist wirklich eine Geschichte, die wahr ist. Also bei mir im Gym. So von wegen Osteoporose und Krafttraining, auch spezifisch für Menschen in höherem Alter, noch viel wichtiger. Bei uns hat es die Judith und ihr wurde so vor 3, 4 Jahren vom Arzt diagnostiziert, okay, Osteoporose ist so tief, da kann man nichts machen. Ist sie bei uns ins Gym gekommen, sie war nicht bei mir, sie hat ein Gym-Abo gemacht und hat ein Trainingsprogramm dort gekriegt, ongoing. Und die hat das nach einem Jahr zwar wieder testen gemacht, also ihre Osteoporose getestet und der Arzt ist da schier von den Socken, hat es schier aus den Socken gehauen, was sich hier entwickelt hat. Und wieder mal zeigt sich, und jetzt ist sie mittlerweile 89 und sie schiebt den Schlitten durch das Gym, macht ihre Übungen mit Kurzhanteln. Selbstverständlich hat sie hier nicht 100 Kilo auf dem Rücken oder so, aber sie hat Widerstände. Also sie läuft mit den Gewichten herum, sie schiebt den Schlitten. Der Schlitten ist vielleicht 45, 50 Kilo, haut da noch Gewichte drauf, zieht den Schlitten zurück. Und das wirklich 2, 3 Mal in der Woche. Von ihrem gesamten Umfeld wurde gesagt: Du spinnst doch, Judy, was du da machst, du darfst dich nicht so viel bewegen und so weiter. Ja. Genau, so wie mein Thema. Sie hat wieder allem das Gegenteil bewiesen. Ja, macht für mich absolut Sinn. Coole Story.
Ja, ist wirklich absolut coole Story und die müsste mal im Fernsehen auftreten. Ja, das sind für mich, glaube ich, auch in meiner Arbeit eines der größten Aha-Momente oder Wow-Effekte, einfach wenn die Leute dann irgendwie vor der Zusammenarbeit bei den Ärzten waren und dann arbeitet man zusammen ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei oder länger und dann gehen sie zu denselben Ärzten, kommen wieder zurück und sagen, hey, der Arzt hat nicht geglaubt, was ich für Werte habe. Der hat solche selber fast noch nie gesehen. Ja, das macht dann wirklich Spaß. Ne? Das ist halt diese langfristige Zusammenarbeit. Okay. Mein letzter Tipp, intermittierendes Fasten, warum es seltenst eine Empfehlung von mir ist, ganz besonders für Vielbeschäftigte. Ja, da freue ich mich auch auf deine Meinung ganz besonders, Michael. Und zwar, ich lehne mich auch irgendwo aus dem Fenster, denn so viele Leute sagen, ja, ich frühstücke nicht, das funktioniert so gut für mich, ich habe da mehr Energie und wow und mehr Klarheit. Teilweise, ich höre das und denke mir so, okay, so bei mir persönlich funktioniert das nicht, wenn ich Frühstück überspringe, ich habe voll schnell Hunger, ich werde schnell unkonzentriert, ich spüre richtig, wie ich einfach lebendiger sein könnte. Ja, und genau, also die Gründe dafür sind, zu einem Nährstoffmangel. Uns fehlt eine ganze Mahlzeit. Also bei den Menschen, die Vollzeit arbeiten mit einer Familie, ist sowieso Nährstoffmangel ständig ein Thema. Ja? Dann wird nicht unbedingt das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gegessen. Noch ein Punkt. Dann kommt Stress dazu. Sowieso der größte Nährstofffresser. Ja, immer weniger Nährstoffe kommen an. Dann sagt die Person, ja, den Frühstück, den überspringe ich einfach und gehe einfach los. Ja, der Blutzuckerspiegel fällt, 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 bis entweder die Person sich einfach dran gewöhnt, ja, oder die Person merkt, das kennen wir ja alle, wenn wir lange nichts trinken, lange nichts essen, da kommt so ein Brain Fog, sagt man dazu auch, so ein leichter Nebel, irgendwie Konzentration lässt nach, Kopfschmerzen kommen so ganz langsam. Und all diese Gründe sind für mich so, dass ich sage, intermittierendes Fasten bin ich nicht dabei für viel Beschäftigte. Wenn eine Person wirklich viel Freizeit hat, kaum Stress, kann in der zweiten Hälfte, Tageshälfte wirklich viel essen, okay, ja, dann können wir daran basteln, aber ich würde dann gerne den Blutzuckerspiegel messen, ich würde dann nochmal gerne andere Werte checken und ich möchte dann gerne auch genauer hineinschauen, was da los ist. Und nicht einfach sagen, naja, gut, jetzt habe ich das Gefühl, mehr Energie zu haben, der Stresshormone gehen durch die Decke. Und somit ist das nicht mein Favorit und ein kleiner Zusatz dazu, auch wenn es um Thema Fasten geht, wenn ich das mit meinen Kunden, Kundinnen mache, dann ist das wirklich eine ganz bestimmte funktionelle Art von Fasten. Das bedeutet, es werden nur bestimmte Lebensmittel der Person zugeführt, dem Körper zugeführt, sodass er seinen Job richtig gut immer noch weitermachen kann und die Organe ihren Job weitermachen können. Und hungern tut bei mir niemand. Ich würde behaupten, bei dir auch nicht. Nee, absolut. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Ja, was ist deine Also Meinung? bei mir hat es, glaube ich, noch nie jemanden gegeben, den ich jetzt auf intermittierendes Fasten gesetzt habe. Es ist mehr so, dass Menschen Sachen ausprobieren und ich sie dazu auch anrege, auf ihren Körper zu hören und zu spüren, weil das für mich das Allerwichtigste, neben allen Indikatoren, dass ihr wirklich lernt, auf euren Körper und das Gefühl zu hören. Und Ja. das haben wir ja sozusagen in unserer Gesellschaft ziemlich massiv verlernt, auf die Signale zu hören und dann die richtig zu interpretieren. Und das sind ja genau diese die Faktoren. Aber ja, wenn das jemand ausprobieren möchte, kann er das machen. In der Regel kommt dann das 2, 3 Wochen später wieder so zurück, so im Sinne von, war doch nicht das Wahre. Ich beispielsweise, eben auch, ich kann von mir reden, also ich ohne Frühstück werde zum absoluten Tiger, also unbrauchbar, Energie. Ist auch eine Gewohnheitssache auf der einen Seite. Wenn man denkt, in früheren Zeiten kam man nicht gleich aus der Höhle und vor der Höhle lag dann der Säbelzahntiger bereit. Da musste man auch zuerst auf die Jagd gehen. Aber heutzutage haben wir andere Stresslevels auch von viel mehr von verschiedenen Seiten. Gut, ich habe noch kurz Zeit, würde ich noch, Ja, weil also dann dein gibt es noch letzter Tipp auf Fragen jeden an. Fall und dann ganz schnelle Frage-Antwort-Runde. Genau, also Thema mentales Mindset ist einer meiner Favorites und könnte man auch stundenlang darüber reden. Also die meisten wollen immer zu viel aufs Mal. Es läuft so viel im Geschäft.
aber ey, ich will da eine perfekte Ernährung schon von heute auf morgen verändern. Will ich fünfmal die Woche noch Training dazu nehmen, dann will ich die Supplemente und so weiter. Warum nicht einfach eben dann das Ziel, die Vision, die persönliche Vision definieren, da hineinschauen, mein persönliches Warum und wirklich hier in die Tiefe zu gehen. Nicht einfach, oh, ich will jetzt eine Bikini-Strandfigur, sondern warum will ich das? Was ist dahinter? Was hat das damit zu tun mit meiner persönlichen Lebensvision? Wo sehe ich mich dann? Wo will ich hin beruflich? Auf allen Ebenen. Und das immer in Verbindung zu setzen mit seiner eigentlichen persönlichen Identität. Nämlich der Grund, wieso das eben so viele Menschen scheitern, ist einerseits, sie machen zu viel aufs Mal und konzentrieren sich wirklich nicht, ich sage immer so, the one thing, auf wirklich die eine Sache und dann wirklich mit kleinen Schritten voran. Und das ist wie wenn ihr ja eine Treppe vor euch seht und geht ihr meistens, wenn ihr jetzt eine Treppe habt, 1000 Schritte, geht ihr vielleicht nicht gerade die Treppe hoch in einem super Speed, weil das überlebt ihr dann wahrscheinlich kaum, sondern ihr geht wirklich Schritt für Schritt die Treppe hoch. Zwischendurch macht ihr einen Stopp, ja, geht ihr kurz zurück, schaut euch die Aussicht an, genießt es, dieses Plateau und dann geht es weiter hoch. Am Schluss der Treppe, so was, schaut ihr runter und seht, was ihr alles erreicht habt. Das merkt man eben meistens nicht, wenn man mit den kleinen Schritten unterwegs ist. Darum ist es immer wichtig, dass man diese Visualisierung macht und das Ziel sozusagen, nicht das Ziel, sondern der Weg ist ja immer das Ziel und diesen Weg und die Vision vor Augen hat. Und das, ja, dafür ist sicher die Hilfe eines Coaches oft, ja, ich sag mal, vonnöten, weil man selber halt viele blinde Flecken hat. Ich persönlich habe in meinem Leben immer wieder Coachings und Coaches an meiner Seite. Und ohne diese wäre ich niemals dort, wo ich jetzt bin. Auch weil ich nur diesen Tunnelblick hatte. Wie war es bei dir, Dini? Ja, kann ich auch so bestätigen. Also gerade Thema Mindset und Motivation. Wenn man nicht weiß, warum man etwas macht, dann wird das früher oder später einfach im Nichts verlaufen. Also man muss wirklich wissen, warum tue ich das? Warum will ich zunehmen? Warum will ich abnehmen? Wann fühle ich mich denn im Alltag so? Wann war das letzte Mal, wo ich dachte, hey, ein paar Kilos weniger wären super? Also dass man wirklich sich damit befasst, dann ist es auch eine betonharte Motivation, sie verlässt dich dann auch nicht. Und wie du vorhin erwähnt hast, also ein großer Erfolg ist die Summe aus vielen kleinen. Ja, das sind Schritte, das ist ein Kilo in einem Monat, dann nochmal zwei, dann noch eineinhalb und nach ein paar Monaten sind dann halt 10 weg oder 15. Und das ist jetzt nur ein ganz banaler Beispiel vom Abnehmen, ne? Da gibt es ja noch viele tolle andere Ziele. Und das kann ich genauso bestätigen. Man darf sich davon nicht entmutigen lassen und mit den kleinen Schritten immer weiter, immer nach vorne. Und wenn man weiß, warum man das tut, dann ist es eine unbesiegbare Motivation. Und dann geht es auch immer weiter, immer nach vorne. So wie wir das im Personal Training auch machen. Ja, analysieren, optimieren und Fortschritt erzielen. Super, Demi. Vielen herzlichen Dank. Wollen wir noch auf die Fragen eingehen im Chat? Ja, also die eine Frage, die ich mal hier so zwischendurch gelesen habe, zu einem war zu dem Thema Elektrosmog, wie man sich davor schützen kann. Ist ein ganz großes Thema, ein paar Worte schnell von mir, klar. Also um sich davon zu schützen, Handys, Laptop, jegliche elektrische Geräte raus aus dem Zimmer. Also die müssen raus aus dem Raum, die müssen weg vom Körper. Ja, und dann gibt es da noch solche Hämmer, die tust du irgendwie in die Steckdose rein, dann hemmt das diesen elektromagnetischen Strahlen oder am Handy so ein Aufkleber, kenne ich zum Beispiel auch, und WLAN raus. Genau, ja, möchte ich auch noch anhängen hier, und das habt ihr sicher auch schon x-fach gehört, Blaulicht runter wegen der Melatoninproduktion und natürlich, wenn man den ganzen Tag vor dem Bildschirm ist, ist es natürlich nicht förderlich, gerade im Hinblick auf guten Schlaf. Weil wir brauchen das Licht von draußen. Deshalb beginnt ja guter Schlaf immer am Morgen und sozusagen zieht sich durch den Tag. Wenn jemand draußen am Joggen ist, in der frischen Luft, Spaziergänge macht, da wäre auch ein Thema gewesen, Waldspaziergänge und so weiter. Frische Luft, Natur und dazu eventuell noch Krafttraining macht, das anstrengend ist und nicht so, ja, so gemütlich. Mhm. Kann ich in der Regel sehr gut schlafen. Aber auch wieder Schlaf, das ist ein Thema, das so ganzheitlich betrachtet werden muss. Im Sinn von, das ist nicht nur Supplemente, es ist nicht nur der Stress im Alltag, es sind Emotionen, Gefühle, es sind
sind Fernseher, sind Computer, man arbeitet bis Ja. nachts um 2 oder noch länger. Das sind solche Sachen. Da kommt man fast nicht mehr raus aus dieser Schlaufe. Aber Ja. Annette hat dann gemeint, mein Körper braucht davon immer wieder eine Auszeit. Das ist eben, je mehr du diese Tools, Computer, Handy, all Social Media, all das konsumiert und nimmt unsere Energie weg. Die Energie holst du dir in der Natur. Also hier Ja. im Grünen, Stimmt, wissen sicher alle, mal stimmt. eine Woche Handyverbot. Also beispielsweise meine Freundin in Kuba war vor ein paar Jahren, die hatte dort kein WLAN, nichts. Sie hat gesagt, sie hat sich noch nie so gut gefühlt nach 2 Wochen. Haben zwar keinen Kontakt und ich dachte, es sei verschollen, aber der Effekt war riesig. Ja, Also es ist brutal. Wir ja. sind immer noch Naturwesen und diese Verbundenheit mit der Natur ist ein bisschen verloren gegangen. Ja. Ja. Genau, so viel zum Elektrosmog, also Riesenthema, aber einfach alles raus aus dem Zimmer, WLAN rausstecken unbedingt und mehr in die Natur, mehr grün, barfuß laufen, Bäume anfassen, umarmen, wie auch immer du, wie du dich fühlst, aber raus. Okay. Stefan hatte da, unser Jogger. Oh, unser Joker, genau. Das wäre auch ein Thema gewesen. Jogging. Ich sehe so viele Menschen am Joggen. Was sagst du dazu? Ich, Ja. Thema Joggen, beim Joggen bin ich komplett raus, ja. Also Joggen ist eins der Dinge, die ich einfach, also ich sag ja, wir arbeiten viel mit Führungskräften, mit viel Beschäftigten, mit ambitionierten Menschen. Das bedeutet, das Wort Effizienz ist für uns extrem wichtig. Und Joggen ist alles andere für mich als effizient. Zu einem, hat die Person die richtige Schuhe an? Wie viel Gewicht ist da denn auf den Gelenken? Bei jedem Schritt das Sechsfache des Körpergewichts auf die Gelenke, ja, bum, 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 auf dem Asphalt. Muskeln werden nicht aufgebaut. Im schlimmsten Fall joggt die Person noch so, wie als würde die weiterhin im Büro sitzen, ja, bei schlechten Schuhen, verbrennt ein paar Kalorien, kriegt vielleicht den Kopf frei, okay. Von meiner Seite aus null Muskeln aufgebaut, Stresshormone vielleicht erhöht, für die Gelenke was Schlechtes getan, Beweglichkeit wurde noch verschlechtert mit hoher Wahrscheinlichkeit, ne, wer dehnt sich schon viel davor, danach, diese paar Sekunden, seien wir mal ehrlich, es bringt gar nichts, deswegen kein Joggen. Gut, ich würde es ein bisschen differenzieren, aber ich bin grundsätzlich bei dir. Bei Stefan ist es natürlich klar, du bist ein Vollzeit-Jogger, hast, glaube ich, auch Marathon so gelaufen. Eine andere Geschichte. Anderes Aber Thema. ich spreche von Menschen, die denken, okay, ich gehe mal joggen und dann verbrenne ich dann meine Kalorien, habe aber keine Kniestabilität und eben auch bei Frauen oftmals ein Thema, kommen Meniskusprobleme, aufgrund der Knieachse, XX, Ja, so. ja, ja. Auch für mehr Knieprobleme, aber sie haben keine Stabilität. Die Stabilität zuerst holen mit Krafttraining, Widerständen aufbauen, ganze Radiusse trainieren von den Gelenken und dann kann man sicher auch joggen, Ja. wenn man das gern macht. Ich sage immer, Bewegung, Sport, in erster Linie muss es Freude machen, aber es soll nicht zerstören. Wir haben von ihm jetzt gelernt, sechsfaches Körpergewicht wird und auch eben Effizienz. Bei Genau. Frauen wäre vielleicht eher so ein Einstieg in ein langsames Intervalltraining durchaus mehr vorteilhafter. Ja. Ja. Also, wer diese Rüstung haben will, diese natürliche Rüstung, da sind die Muckis. Leute, das sind die Widerstände und deswegen, wenn wir zum Beispiel sprechen über viel Beschäftigte, Vollzeitjob, Kinder, wenig Zeit, viele Hobbys, Urlaub, Geschäftsreisen und so weiter, und da möchte man Sport machen, um sich fit und gesund zu halten, um starken Rücken zu haben, um auch eine vitale und einfach eine geile Ausstrahlung im Beruf zu haben, da sehe ich halt einfach wenig Platz für Joggen, ne? Dann würde ich eher sagen, hey, dann mach doch Krafttraining, ein bisschen Yoga. Und gut ist, ne, zum Thema Effizienz. Aber wie du sagst, wenn das ganz besonders viel Spaß macht, muss man einfach Prioritäten setzen. Gut, weitere Frage, da kann ich dir, was sind neben, also ich habe Magnesium als eines der Top-Supplemente erwähnt, was ist bei dir noch? Was würdest du sagen, Top 5 bei Das dir? ist eine Top-Supplemente. Okay. Bei mir sind es auf jeden Fall Multivitamine, Vitamin D, Chlorella, Magnesium, verschiedene Arten. Da bin ich. Was sagst du? Gut, ich hau noch einen oben auf. Ich bin super Ja. Fan von den richtigen und sagen wir so,
von den schwermetallbefreiten Omega-3. Das kann Algen sein, Algenöl, guten Algenöl oder eben Fischöl, vor allem werden halt nicht so viel Fisch isst. Ich persönlich verzichte auf Fisch aufgrund von vielen, sagen wir so, umwelttechnischen Themen. Wenn ich hier in der Schweiz beispielsweise einen Fisch nehme aus dem See, ist es ein anderes Thema. Aber so komme ich an meine Omega-3s. Und genau das Problem bei den Omega-Fettsäuren heutzutage ist das Verhältnisse, sind die Verhältnisse zwischen Omega-3, Omega-6, Omega-9, die sind komplett außer Rand und Band. Ich messe die jeweils, ich lasse die teilweise messen, und so beim durchschnittlichen Menschen ist, ist das Verhältnis vielleicht irgendwo zwischen 20 und 25 zu 1. Das heißt, die Omega-6, Omega-9-Verhältnisse sind massiv außer Lot. Das heißt, Entzündung ist das Hauptthema. Wir wissen alle, Entzündung ist so der Grund, das Grundvorkommen von, oder das, also der Root of all evil auf fast alle Krankheiten. Mhm, also das Entzündungslevel müssen wir im Griff haben. Wenn wir jetzt zurückgehen in die alten Zeiten, da war vielleicht das Level so 1 zu 1. Der Wissenschaft sagt man vielleicht 3 zu 1 muss das Verhältnis sein, aber das hat kein Mensch. Kein Mensch hat dieses Verhältnis. Ohne richtige Supplementierung, und das kann man dann auch messen, die verschiedenen Fettsäuren, ob sich das überhaupt gelohnt hat oder ob man hier Geld aus dem Fenster schmeißt. Ja. Ich habe über lange Zeit Krillöl genommen, ist eigentlich eine gute Sache, aber ich habe das gemessen. Mein Verhältnis war nach Krillöl 8 zu 1. Jetzt misse ich das mal wieder nach einem anderen Supplement, das ich genommen habe, also ein qualitativ hochstehendes, teureres, Schwermetall gefiltertes. Und dann lasse ich das messen jetzt wieder. Und dann sehe ich das. Ja, wichtiger Punkt, Thema testen, messen. Freunde, denkt dran, dass wenn ihr irgendwelche Supplements nimmt, irgendwie muss man etwas auch messen können, Thema Vitamin D, Thema Omega-3, super wichtig, weil wir geben schließlich das Geld aus, ja, und uns Coaches, uns Trainern ist extrem wichtig, dass Geld auch richtig investiert wird, somit geben wir auch bestimmte Empfehlungen aus für Produkte, die ihr nicht weiterverkaufen sollt, sondern die man einfach nur nimmt und dann wird getestet, ja, dann wird nochmal getestet und dann schaut man zusammen, okay, wohin führt uns das, was hat sich verändert. Und dann trifft man gemeinsam Entscheidungen. Da kommen wir nur schon wieder zu dem Punkt, nicht einfach irgendetwas kaufen, sondern beraten lassen. Ja. Ja. Gut, wir sind jetzt ein paar Minuten drüber. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Wir hatten noch Fragen. Ich weiß, ich habe es mir aufgeschrieben aus dem, was wir die Post gemacht haben. Ich glaube, Kerstin bei mir und Armin hat noch eine Frage gestellt. Kann ich dir, Armin? Ich sehe die Frage nicht. Ich stelle sie dir. Okay. Wie wirst du alt, also gerade bei gestressten Managern, die so viel um die Ohren haben, vielleicht noch Familie, wie bringst du Sport, Ernährung, all das zusammen unter einen Hut? Das ist so ein Klassiker, ne? Ja, das habe ich gelesen. Du wahrscheinlich auch. Ja, hast du gelesen? Die Frage, mit der wollte ich auch einsteigen. Also meine Meinung dazu ist, so Punkt Nummer 1, es muss einfach sein. Punkt Nummer 2, es muss umsetzbar sein. Es darf auf keinen Fall irgendeiner Perfektion nachgejagt werden. Das macht einfach keinen Sinn, sondern es muss da für dich und für deine Familie, für die Umgebung, in der du bist, muss es umsetzbar sein. Ja, einfach, umsetzbar und natürlich die Baby Steps. Ja, mit den Erfolgen wächst das Selbstbewusstsein, wächst das Vertrauen, wächst die Priorität einfach und dann macht man natürlich andere Entscheidungen. Peter, vielen Dank. Ciao, Peter, wir sehen uns morgen. Genau, da kommen wir gerade zu dem Punkt Joggen. Joggen gehört für mich halt nicht in dieses Konzept rein, weil es nun mal nicht effizient ist. Und wenn du eh schon viel zu tun hast und dich fragst, hey, wie kriege ich das alles nur unter eine Decke, dann musst du nun mal Dinge tun, die dich unterstützen, die dir wirklich den allergrößten Mehrwert bringen und nicht die so, war nett. Cool, ich gebe dir gleich noch eine Frage, Coach. Kannst du selber beantworten. Also nicht von mir, auch von ist eine Kollegin von mir, die Kerstin. Also sie hat mich gefragt, sie hat mir auf Facebook eine Frage gestellt, wie sie die Regeneration verbessern kann, beispielsweise vor und nach dem Training, was bestimmtes schauen bezüglich Supplementen. Dann war das so richtig, ist Kerstin noch da? Es gab so was richtig. Ne? Mhm. Was empfiehlst du da? Was machst du? Was willst du?
um die Regeneration anzukurbeln. Oder, ja. Ja, Kerstin ist richtig, Frage. Ja, ich bin da. Super. Hallo. Genau. Ja, Thema Regeneration ist in meinen Augen folgende. Also zu einem selbstverständlich Ernährung und Schlaf müssen funktionieren, sie müssen passen und sie müssen en masse da sein. Also wirklich en masse. Es darf nicht nach dem... Weißt du jetzt, ich meine jetzt mehr gerade ums Training herum. Ah ja, okay. Direkt nach dem Training maximal eine Stunde trainieren, danach möglichst schnell zur Ruhe kommen. Proteinshake ist eine gute Sache, Magnesium ist eine gute Sache. Vielleicht minimal Cardio, ganz, ganz soft, ganz simpel. Danach machen eine Mobilitätssession, empfiehlt sich auch. 10, 15 Minuten, um die Regenerationsprozesse anzuregen. Ja? Ja, sehr schön. Essen. Schnell essen danach, nicht warten. Ich habe eben auch gelesen, ERAs sollen bei der Recovery irgendwie noch helfen. Ich esse ziemlich viel Protein, nicht nur für eine Frau, sondern glaube ich generell, aber ich habe trotzdem bei den ERAs noch ein gutes Gefühl, weil da muss ich mir auch nicht so viele Gedanken machen wegen der Wertigkeit von den Proteinen, die ich irgendwie esse. Und habe halt eben gelesen, das würde die Erholung auch nochmal fördern. Und da wollte ich nochmal hören, was ihr meint. Ja, wie sieht das bei dir mit den Kohlenhydraten aus? Weil das Kohlenhydrat ist ein extrem wichtiger Rekord. Kohlenhydrate habe ich schon hochgefahren, auf jeden Fall. Also die nehme ich auch nach dem Training besonders und am Mittag. Super. Ja. Also ich bin immer ein mega Fan von rund ums Training Kohlenhydrate. Je näher zum Training, desto einfacher müssen sie verdaulich sein. Je weiter weg, desto komplexer. So. Genau, also vorm Training mache ich eigentlich auch schon so einen Shake mit Obst. Da habe ich als Kohlenhydrate eigentlich Obst und Mittag und Abend dann komplex eher. Super. Machst du auch schon relativ viel gut, ja? Das ist. Ja, bei dir. Aber ich bin ja nicht ganz neu. Nee, du bist schon ein erfahrener Füchsin. Ja. Genau, basierend auf der Messung kann man natürlich das Thema Kohlenhydrate mit einbauen, regulieren, nach oben schrauben, nach unten schrauben. Wie ein gemeinsamer, würde ich behaupten, Mentor das von uns sagt, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Und die eine Person, die braucht deutlich mehr Kohlenhydrate als eine andere Person. Das muss dann individuell bestimmt werden. Ja, absolut. Ja. Genau. Vielen Dank. Super. Gerne. Demi, Abschlusswort von dir. Du bist schlussendlich der Organisator und der Showmaster hier. Vielen Dank, ja. Also danke an euch, danke für das Vertrauen, für die Fragen. Michael, mega cool, dass du gesagt hast, let's go, lass es uns machen. Ich denke, ich kann da für uns beide sprechen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, wir freuen uns extrem. Schreibt uns Messages, Kommentare, E-Mails. Wir beide stellen eine kostenlose digitale Sprechstunde zur Verfügung, wo man uns etwas genauer kennenlernen, etwas näher kennenlernen kann. Und dann gehen wir auf eure spezifischen individuellen Situationen ein. Und denkt dran, es gibt immer eine Lösung. Man kann jede Situation verbessern. Und Perfektion wollen wir nicht haben. Das stresst nur unnötig. Genau, Perfection is the mother of success, oder the evil of success. Huh? Ah, okay. Perfektionismus. Ja. Sehr gut. Von dir noch was? Better done than perfect. Hä? Ja. So mein Anspruch zum Abschluss. Und ich bin der Überzeugung, dass ich hier ein paar Sachen mitgenommen habe. Leg kurz drei. Was sind so drei Sachen, die ihr mitgenommen habt? Was ist euer Win? Euer Highlight von heute? Könnt ihr auch reinschreiben im Chat. Ja, schreibt gerne kurz was rein. Ansonsten, während ihr überlegt, schmeiße ich nochmal einen Satz rein. Wir beide beschäftigen uns ganz viel auch mit Online-Coaching. Das ist nicht mehr wegzudenken. Das bedeutet, wir betreuen unsere Kunden mittlerweile auch, ja, sowohl offline als auch online. Vielleicht mehr online mittlerweile von dem Status quo bis über die Ziele und durch das Ziel hindurch. Und ja, wir haben gedacht, wir probieren das mal heute. Also für mich war es nicht ein Probieren, sondern ich war klar, das wird eine tolle Sache. Und habe dann Dimi gefragt, hey, machen wir doch monatlich ein Thema und dann ziehen wir das, können wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und das wirklich so monatlich aufziehen. Was denkst du? Das klingt sehr gut. Also ich wäre dabei. Wir können uns für ein Thema entscheiden und dann immer wieder mal einschalten und so einen kleinen Talk zu machen und über die Gesundheit zu reden. Ich meine, das ist das Thema. Ja, du hast nicht zufällig
das Jenke-Experiment gesehen? Das war mal, das ist ein Journalist, das im Fernsehen Experiment gemacht hat. Er hat ganz viele Umweltbelastungen. Nee, er hat ganz viele Lebensmittel gegessen, ungewaschen, innerhalb von 2 Wochen, also das Billigste vom Billigsten. Dann hat er seine Werten davor und danach checken lassen und ein paar, also wenig Neues, sage ich mal, für uns beide, würde ich jetzt mal so frech behaupten. Aber sehr interessant, das nochmal wirklich mal im Fernsehen zu sehen über die Dinge, die wir schon seit Jahren erzählen. Sehr coole Sache, ne? Okay, So, danke das euch war's. allen fürs Vorbeischauen und aktive Mitmachen. Und jetzt Bis geht's bald. weiter. Ne? Runterfahren, schlafen. Runterfahren, Tschüss. schlafen, schnell ins Bett, ja. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.